Moin, also zwei Worte heute einmal von mir zu dem Headset von Corsair. Ist ein bisschen das Gegenstück zu dem, was wir auf dem Kanal auch schon mal gesehen haben von Razer. Wir haben nämlich hier ein Funk-Headset, das über Bluetooth läuft. Das ist erstmal dadurch meiner Meinung nach sehr angenehm. Wir können die Muscheln so in sich klappen, damit wir das, wenn wir es tragen, dann auch um den Hals weitertragen können, wenn wir nicht gerade in der Session sind. Ansonsten haben wir hier diesen weißen klassischen Look, kleines Logo an der Seite, oben einmal zum Verstellen der Größe, haben ein solides Polster, da ist ordentlich Luft drin, dadurch haben wir optimalen Komfort beim Tragen. Und auch die Ohrmuscheln selbst, kann man hier sehen, sind relativ gut gepolstert, sind ein bisschen großzügiger gestaltet als bei Razer, das finde ich auch sehr angenehm, sie sind nicht rund, sondern haben eher eine Ohrmuschelform, dadurch auch hier optimaler Tragekomfort. Wenn wir das Ganze nutzen wollen, haben wir hier die Möglichkeit, das einzuschalten. Werden dann noch direkt begrüßt von unserem LED-Effekt. Den können wir individuell auch natürlich anpassen. Wir haben eine Mute-Taste, mit der können wir das Ganze natürlich auch muten. Allerdings brauchen wir die gar nicht zwingend, denn sobald das Headset hochgeklappt ist, so wie hier, sehen wir, es leuchtet rot und es ist gemutet. Sobald wir das runterziehen, wird entmutet und wir können es dann nutzen. Sobald wir es wieder hochschieben, wird der Mute aktiviert. Dadurch erstmal meiner Meinung nach sehr solide geeignet. Man weiß immer, ob man gemutet ist oder nicht. Dann hier eben auch bei den Ohrmuscheln jeweils dieser Effekt. Gibt es in unterschiedlichen Farben, meiner Meinung nach, das Headset aktuell auf dem Markt.